Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der Pia. Genau, ich dachte, wenn ich sie jetzt schon umziehe, wieso nehme ich euch nicht mit? Kam ja schon länger kein Video mehr und ich wollte mal ihre Haare wieder machen und ja, sie einfach für den Tag frisch machen. Sagen wir so eine Morgenroutine ohne Flasche und Essen. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, ihr könnt sie einigermaßen gut sehen. Ich werde jetzt ihr zuerst den Body ausziehen, die Windel frisch machen. Oh, sie hat die coole Eulenwindel an. Snips. Genau. So, sie bekommt einen neuen Body an. I love Daddy. Einfach, wenn man Unterhemd drunter braucht. Ne? Und dann machen wir ihr die Haare nachher schön. Es passt fast nicht hier auf den Wickeltisch. In Anführungszeichen Wickeltisch. Es kommt bald ein Video dazu. Genau, wenn ich mein Wickeltisch fertig habe, zeige ich euch. Ich habe nicht geschlossen. Das gibt es jetzt. Socken müssen noch ausziehen. Ich liebe die Füße von ihr. So knuffelig. Kommt eine, so ein Esprit, witzig, Größe 86 an, so eine Leggings, ist nicht chiller Sonntag, ihr müsst nicht wundern, ihr werdet das Video auch ein bisschen später sehen, denn ich brauche Ewigkeiten zum Hochladen. Hier auf dem Land. So, passt perfekt. Sie bekommt dazu dieses Oberteil mit, ich glaube, Elsa, hier steht da. Dafür setze ich sie jetzt dann gleich erst hin. Sie bekommt diese Socken an, die sind schön dick. Hier unten so eine Sohle. Hier doch noch ein bisschen. So, ne? Kleiner Fuß. Ein bisschen groß sind die Socken noch, aber das macht auch niemand was. So, wer von euch sieht auch Toddler. So, jetzt könnt ihr sie nicht vernünftig sehen. Ich werde euch jetzt anders hinstellen. Und weiter geht's. Und jetzt seht ihr das ganze Ausmaß ihrer Haare. Jetzt bleibt sie wieder nicht sitzen hier.
faule Nudeln. Jetzt gibt es erstmal einen Pulli. Und dann werden wir die Haare machen. Die sehen nämlich ein bisschen verwurstelt aus. Wahrscheinlich davon, dass sie in letzter Zeit oft Mütze getragen hat. Ich das so knuffig fühlt. Sie hat ja nicht so schöne Haare. Lohnt sich doch gar nicht. So, ich suche rein. Willst du rein? So, hier bleiben, nicht wegdrücken. So. Zack. Oh ja. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr lieber einen Toddler sehen wollt, also Kleinkinder, oder lieber Babys, oder ob ihr lieber mehr Videos von der Emma sehen wollt, also einem Silikonbaby. Das würde mich sehr freuen. Also ich schaue beides gern. Ich weiß nicht, nur wenn ich jetzt... Hoppla. Jetzt ein Silikonbaby habe. Heißt das nicht, dass ich die noch nicht mehr mag? Klar, sie ist es nur jetzt. Ich werde mich erstmal mit ihr beschäftigen. So, da verwende ich diesen Leichtcreme-Spray, weil sie einfach zu verfilzt sind manchmal. Ich nehme diese Bürste, weil da kann ich nicht so viel rausreißen. Aber ich denke, ich komme hier gut durch. Man muss halt vorsichtig machen, ne? Sieht doch gut aus. Das ist ein bisschen schwierig. Und jetzt kann ich auch noch den hier nehmen. Hoppla. Wird auch ganz gut hinbekommen. Jetzt noch die andere Seite, einmal Kopf drehen ein bisschen. Wenn ihr es ein bisschen sehen könnt. Aber schreibt mir doch, ob das so besser ist mit dem Stativ wie sonst immer. Das würde mich auch freuen. Dass, ob ihr das merkt, dass es besser die Blickwinkel einstellen kann. Ist ein bisschen mehr zerzaust, ne? Das ist so okay. Das ist sehr schön an den Haaren, finde ich. Sich locken. Gesicht. So. So sieht sie aus. So, was machen wir jetzt rein? Ich glaube, ich mache halt nur Spengel rein. So, die sind in dieser Dose. Sie mag einfach heute nicht sitzen bleiben. Sogar solche. Und solche. Ich glaube, ich nehme die beiden als Kombination. Blau wie das T-Shirt.
wenn ich nicht mehr die so im Gesicht sind, manchmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und zeige ich euch jetzt mal noch im Ganzen. Und so. Ich muss sie gerade halten, weil sie sonst abhaut. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, die Lippen wirken so rot, die sind nicht so rot. Sind auch nicht so gut. Verhämmer. Also ihr könnt euch die Lippen so gut dreimal heller vorstellen im Echt. Ja, ich weiß nicht, wie man das ändern kann mit der Einstellung. Egal. Seht ihr sie mal oben? Seht ihr diesen leicht, die leichten Adern oben? Genau. Das ist meine Pia-Maus. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.